ich fliege ins andere Stick. Es ist auch Wahnsinn. Ja, grüß euch, servus, herzlich willkommen bei Wienerlied Wissen Kompakt, einer neuen Ausgabe. Diesmal aus Eibestall, aus meiner Heimat, mitten im Weinviertel. Im Weinviertel. Und so geht's dahin und jetzt plaudern wir ein bisschen über die Wiener Musik und vor allem das Wochenende 5., 6., 7. Juli 2019, das Schrammelklang-Festival in Litscher. Halt, Viertel. Yes. Jawohl. Bereits zum 13. Mal heute. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir waren von Anfang an dabei. Ja. Wir waren mit dabei und was ich wirklich sagen muss, der Zeno Stanek ist der Intendant, der Erfinder, der Gründer dieses Festivals, der Erdenker, der ist mitgewachsen. Also wenn er bei einem Festival ein Kritikpunkt war, im nächsten Jahr war der ausgemerzt, also da war das besser. Super, super Zusammenarbeit mit dem Zeno. Und ich glaube angefangen hat mit 1000 Leuten oder waren es schon mehr, vielleicht waren es schon 2000, jetzt sind wir bei 8000 glaube ich. Also Wahnsinn, ja. Großartiges Festival. Warum in Litschau, Patrick? Tja, Litschau, die Geburtsstadt von Kaspar Schrammel. Kaspar Schrammel war der Vater von Johann und Josef Schrammel, die dann das Schrammel-Quartett gegründet haben. Und der stammt aus Hörmanns bei Litschau. Und er hat seinen beiden Söhnen auch ermöglicht, dann auf der Hochschule Geige zu studieren. Genau. Die Revolution damals war ja, dass durch die Schrammel dann die Volkskultur und die Hochkultur zusammengefunden haben. Große Leistung der Schrammeln. Und daher das Schrammelklang-Festival in Litschau. Es ist unglaublich, dort findet man, also mittlerweile gibt es so einen Spruch in der Wiener Szene, wo du sagst, alles. Ja? Also von ganz traditionell klassischem Wiener Lied bis hin zum Experimental-Jazz-Avantgarde-Musik, Klangerlebnis mit wienerischer Intention. Alles passt nach Litschau zum Schrammelklang-Festival. Da gibt es immer ein Motto da. Nicht? Heuer ist Finnland zum Beispiel. Bin total, schon sehr gespannt. Total interessant. Wunderbare Sache. Ja. Auch dort ist mir die Harmonika durchaus ein Instrument, das ja gespielt wird. Es sind viele Leute, es wird irrsinnig viel getrunken. Bier, natürlich Schremser Bier, na klar, das ist ja von dort. Herrliches Bier. Wein, es gibt ein Weinpavillon mit diversen Winzern. Winzern, ja. Es wird dort gesoffen auf Hol oder Roh, aber keine unguten Leute. Es gibt dort keine Also Security brauchst du nix. Dort eigentlich nicht wirklich, es passiert nichts. Am nächsten Tag in der Früh, wenn man rund um den See spaziert oder laufen geht um den See. Wie auch immer laufen geht. Man findet keine Glasscherben, man findet keine leeren Flaschen, keine Papierrundeln, nicht viel. Es ist einfach, ja. Das ist wirklich sauber, ja, das ist entspannt. Das ist wirklich toll. Und der gemeinsame Nenner ist halt dort die Wiener Musik in ihrer weitesten Ausformung. Mhm. Und da kommen natürlich alt und jung zusammen. Ja. Man muss natürlich auch sagen, der Zehner hat schon ein Handel dafür, also auch Acts auszusuchen, die natürlich ziehen. Ja. Und da habe ich schon bemerkt, dass die Jungen ein bisschen toleranter sind wie die Alten. Wobei, was steht die Jungen und die Alten? Man weiß schon, wie man es meint. Ne? Du findest eher unter die älteren Besucher Leute, die dann sagen, das gehört da nicht her, das Junge, das Moderne, ein Wiener Hip-Hop oder was, das gehört da nicht her. Ich sage jetzt wieder, da sind wir wieder beim Spruch, wohin, wann nicht dort. Wann nicht dort, ja. Und die Jungen, aber die ziehen sich eine auf der einen Seite an Jazz, auf der anderen Seite Wiener Blond, Hip-Hop oder sonst was und dann holen sie sich ein Schrammelquartett an und verfallen in romantische Melancholie. Werbung dafür zu machen ist natürlich jetzt ist insofern jetzt ein Kunststück, weil wenn man nicht ein Zelt hat oder ein Wohnmobil oder im Auto schlafen will, wird man dort Schwierigkeiten haben, noch kurzfristig Quartier zu finden. Aber ich kann es an jedem wirklich ans Herz legen. Und es hat wirklich auch mehr als nur Wiener Lied, es ist dort ein Gesamtkunstwerk. Also man muss sich denken, rund um den Herrensee sind so Bühnen aufgebaut. Wo mitten im Wald, wird. Ja, im Wald, auf einer Wiesen, auf dem Floß. Wirklich empfehlenswert. Das ist ein Green Event. Kein Plastik, nix. Das ist eine Riesengastronomie in dem riesigen Zelt dort. Und die schießen da einen Surbraten raus, also das halt auch gut ist. Und schnell. Also mit das funktioniert alles, ist nicht gut. Alles wunderbar gut, also fantastisch. Dicke, große Empfehlung für das Schrammelklang-Festival. 13 Jahre ein Wahnsinn. Und jetzt gibt es 4 Wiener Liedfestivals. Also die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie stirbt gar nicht. Die Hoffnung lebt und das Wiener Lied lebt auch. Dickes Puzzle. Schön, dass du da warst. Aus Eibestall. Führt euch, eure 16er Buben. Führt euch, macht's gut.